So, das war ein sehr schönes Story-Recap. Richtig gute Zusammenfassung von dem, was bisher geschah. Ich werde, also habe ich mich jetzt gerade so spontan dazu entschlossen, das Vorlesen von dem Buch in ein extra Video packen und nochmal extra hier auf dem Kanal hochladen. Einfach hoch für all diejenigen von euch, die Probleme mit Frostelementaren haben, Mann! Oh, falsche Taste. Nein, stirb! So, für diejenigen von euch, die sich gerne nochmal die Story von Nerin zu Gemüte führen wollen. Vor allem, weil ich ja ziemlich viele Unterbrechungen hatte in meinem Let's Play durch das ganze Erkunden gehen. Und dann werde ich das eventuell auch in den Titel schreiben. Für diejenigen, die irgendwann mal aus Nerim ausgestiegen sind, aus dem Let's Play. Dann kann man sich die ganze Geschichte nochmal anhören. Sich up-to-daten, aktualisieren. Gut. Zitadelle der Schatten. Ich bin gespannt. Was wird uns jetzt hier erwarten als Schattengott? Das war ja ein Ort, wenn ich das jetzt noch recht in Erinnerung habe, den man nur als Schattengott betreten kann. Huch. Ich bin in der Zitadelle der Schatten angekommen. Das Gewölbe sieht verfallen und verlassen aus, aber womöglich ist dies genau der Zustand, in dem ein Schattengott es vorzufinden hat. Große Gewölbe mit den ganzen dicken Säulen und Statuen, die die Durchgänge zieren. Huch, was zum Teufel? Oh, okay. Was ist das? Das sieht aus wie ein gewaltiges Ei aus Stein und gleich wird da irgendetwas schlüpfen, oder? Oh, okay. Irgendwelche Gegenstände sehe ich da. Schauen wir uns mal um, ob es vielleicht in diesem Raum noch irgendwelche anderen Durchgänge gibt. Genau. Oh. Ich nehme nicht an, dass uns hier irgendwelche Monster überraschen werden. Das wäre ein bisschen merkwürdig. In dieser geheiligten Stätte des Schattengottes. Oh Gott, wo laufe ich hier wieder hin? Moment kurz. Das sah aus, als ob es da weitergehen würde. Schauen wir erstmal noch kurz hier. Genau. Ein feiner Arkantrank. Brauchen wir zwar nicht wirklich. Aber wisst ihr was? Wenn er schon da ist. Oh wow. Es ist das Auge. Hm. Ist das da hinten ein Teleporter? Wird man sich in die Zitadelle der Schatten jederzeit dann teleportieren können? Dieser Lichtschein hat so den, ja, Anschein gemacht. Viele Seitengänge, eine untere Ebene, wo ich wahrscheinlich wieder sterben werde, wenn ich runterfalle. Kann das sein? Nope. Ich kann noch meinen Weg wieder hochfinden, falls ich runterfallen sollte. Oh, aber mit Türen. Oh, was? Oh Gott, hat mich das geschüttelt. What the hell? Stop it! Na. So. Ruhe da oben. Boah. Schriftenhallen. Schriftenhallen, hm. Lass uns noch mal kurz nach oben gehen. Direkt, um zu schauen, ob wir den anderen Weg da lang gehen können und... Also erstens mal Loot! Ihr seid zu schwer belastet? Ach so, ja. Meine ganzen Buffs hier. Ach, ich erinnere mich, ich habe ja die Rüstung gewechselt, dadurch kann ich weniger tragen. Hm?
hier, dieser da. Müssen wir mal den Buff auch noch in irgendeinen anderen Slot reinziehen. Vielleicht in die 8. 8 ist ja nur Level-Checken. Was war die 7? Ach nee, die 7 habe ich Segen der Vitalität. Ach, siehste mal. Rang 5. Und was hatte ich eigentlich hier? Segen der Ausdauer habe ich nur Rang 3. Hey, da habe ich doch auch Rang 5. Guck mal, ich habe die ganze Zeit den falschen Ausdauerzauber drin gehabt. Sieh mal einer an. Hier, Achtung. Moment. Wo war das nochmal? Ach so, das Achievement. Dafür interessiert ihr euch ja auch immer. Deformierte Raumzeit für 100 Stunden Nerim. Tada! Amazing. Also hier, pass auf. Zaubereffizienz. 130%. Nehmen wir mal den anderen Zauber, Ausdauerzauber. 150% fast. Oh, damn. Und dann noch den Federzauber. So. Jetzt sind wir ordentlich gewappnet. Habe ich den gelootet? Nein, gib mir dein Ektoplasma. Was ist das da? Warte, spring hoch. Ah. Das sieht so verdächtig aus. Glühende Kohlen oder sowas. Sind auch nur auf der einen Seite. Hier nicht. Ich habe alles gesehen. Es muss etwas Besonderes sein. Oh, be Jesus. So. Bleiben wir mal ganz ruhig hier. Fluch des Leids, Skelett-Champion, Akarnstein, ja, ja. Lehrbuch, aber keine Teleportationsrune oder sowas. Einen Marker. Da war auch wieder ein bisschen huch, glühende Kohle. Kann man da... Ah, das ging zu schnell. Kann man da irgendwie... Na? Na, ja, ja. Geht das? Ja, ja, ja. Sucker! Ja. Schön. Und jetzt? Oh. Give to me. Give it to me. Give the book to me. Give the book. The book. They won't give me the book. Damn it. Also, ja, ja. Habe ich mir schon fast gedacht. Also wahrscheinlich, wo auch immer dieses Tor dahin führt, wir werden dann auf der anderen Seite des Tores. Egal, ob dieses rot-orangene Tor oder dieses Gittertor da hinten, da werden wir bestimmt auch die Teleportrune herbekommen für diesen Teleportpunkt zur Zitadelle der Schatten. Derzeit können wir aber noch nicht mal auf das Buch zugreifen. Da drüben gab es das Lernbuch, genau. Da unten sind diese Schriftenhallen. Und das hat hier nur nach unten geführt. Na gut. Schauen wir nochmal gerade. Eine Quest habe ich nicht dafür bekommen, oder? Nope. Oh Gott, hier gibt es noch so viel zu erkunden. Wow. Habe ich dann nur den Weg nicht gefunden, oder? Habe ich mich zu blöd angestellt? Wer weiß. Finden wir noch raus. Vielleicht werden wir auch hier rüber irgendwie da hinkommen. Oh nein, ich bin auf einer ganz anderen Karte jetzt. Okay. Just to check. Einfach, ob sie dran gedacht haben, das auch logisch miteinander zu verbinden. Sehr schön, man ist immer noch im gleichen Raum. Das freut mich sehr. Könnte ja auch Magie gewesen sein. Ja, ja, selbst... Oh, sogar brauchbare Sachen. Also, brauche ich nicht wirklich. Aber Unsichtbarkeit ist gerne gesehen. Uralte, unleserliche Aufzeichnung, die können wir nicht mal anfangen zu lesen. Sind wie die Elder Scrolls, das blendet einfach so dermaßen, das brennt dir die Netzhaut weg. Ich liebe diesen Spruch, wie ihr sicherlich schon bemerkt habt. So, hier. Alles klar, der Herr der Seen war das, nee. Schniesner, Schniesner, nein, okay. Also, hier haben wir soweit nichts, hier auch nichts, oh. Gottesschild, lauter so richtiger Endgame-Zauber. Vielleicht mache ich euch auch wieder ein bisschen die Standardfackel hier an. Man kann eigentlich ganz gut sehen, aber die Standardfackel ist ja dafür berühmt, dass sie einem nicht die Stimmung zerstört. Oh, guck mal. Ich war gerade eben noch ein bisschen misstrauisch gegenüber dem Arkanstein.
Was? Gratis Loot? Hier muss was passieren. Hallo? Ah, guck mal. Ein Almanach mit der Beschwörung. Wer hätte das gedacht? Beschwörung, auch so ein anderer Skill, den ich jetzt bisher noch nicht hochtrainiert habe. Ich weiß noch gar nicht, wohin uns die Wege durch Nerim verschlagen werden. Warte mal, da war doch noch ein Weg. Welchen hätte ich jetzt gehen sollen? Laut Minimap sieht aber das so ein bisschen danach aus, als ob es in den gleichen Raum führen würde. Ich höre wieder irgendwas. Das sieht nach etwas Aktivierbarem aus. Noch machen wir das nicht. Noch nicht. Clown, aha, okay. Ja, das nehmen wir dann gerade mal mit, gell? Drei Steine. Jor, Sieht wie ein richtig interessanter Altar hier aus. Eine Karte wie eine riesige Halle. Ah, sieh mal einer an. Da hätten wir auch rüberkommen können. Ja, diesen Weg müssen wir nicht mehr checken, oder? Hier wird wohl nichts mehr sein. Wer weiß. Unterschätze niemals die Leute, die das hier gemacht haben. Vielleicht hätte sich ja in einer Ecke irgendwo einen Haufen Diamanten finden können. Who knows? Seid ihr schon mal in der Ecke gewesen? Okay, wahrscheinlich schon. Aber who knows? Bevor ich hier irgendetwas aktiviere, will ich mich ein bisschen umgucken. Ah, Stone, schon wieder? Was soll das? Lies doch einfach die Rolle. Wir wollen wissen, was als nächstes passiert. Oh, au. Was? Oh, alles klar. Wenn ihr wollt, dass ich direkt weitermache, dann versteht ihr nicht das System. Ihr arbeitet gegen das System, versteht ihr? Okay. Vergessen, dass das so Drecksacklichter sind. Ach, es war von meinem Frostzauber gelähmt. Ah, super. Es war nicht das Einzige. Oh mein Gott, so viele Pilze. Zitadelle der... Warte mal. Will ich jetzt die Kampfmusik überall hin begleiten? Was? Zur Hölle? Ich hab... Ah, guck mal, das ist der gleiche Raum von vorhin, ganz genau. Erzgestein. Aber das ist trotzdem nur Eisenerz, ne? Jawohl. Damit werde ich jetzt nicht meine Taschen zulaufen lassen. Ach, guck mal, hier. Ich dachte jetzt gerade eben, das wäre wirklich nur ein einziger kleiner Raum mit ein klein wenig... Oh, was? Was? Das war unfair. Ich habe gerade eben ein Monster. Au! Was? Stirb, Mann! Ich seh dich nicht. Da ist es! Ah, okay, das war das Vieh, was mir hinterhergeflogen ist. Ich habe ein bisschen Paranoia vor denen. Die haben mich nämlich letztens sehr stark, sehr schnell, sehr heftig zum Sterben gebracht. Das fand ich dann doch wiederum nicht ganz so nett. Moment mal. Moment mal, hier scheint es weiterzugehen. Machen wir gleich da weiter. Die eine Rolle, wie ihr euch sicherlich noch erinnert... Fucking Christ, jetzt bin ich wieder zurückgelaufen, oder? Weil ich mich so schockiert habe. Guckt euch das Blut an, das ist mein Blut! So. Die Rolle hieß auf jeden Fall die drei Steine, Jor. Dann nehme ich mal an, dass wir jeden der drei Steine hier finden müssen. Wo laufe ich hier gerade lang? Ah, okay, alles klar. Ich war total verwirrt.
Gut. Was war das? Okay. Fast wieder so eine bestachelte Kugel im Rücken gehabt. Das wollen wir natürlich nicht. So, dieses Stockwerk haben wir aber fast erkundet. Hier drüben waren wir noch nicht. Oder? Jawohl. Ha! Au! Das habe ich natürlich gesehen. Ich wollte nur die Spannung durch meinen Schrei steigern. Es hat wehgetan. Untoten Erzmagier erwecken, Rang 7. Wow, alles klar. Was kann man hier für krasse Sachen noch beschwören? Oh, Gift, schön. Ich liebe Gift. Jeder sollte Gift lieben. Oh. Halt die Luft an, Sanaa. Halt die Luft an. Jetzt will ich aber hier sofort eine Beschwörung für einen Giftelementar springen sehen, klar? Ha! Wenn man hier schon so einen zugesifften, mit Gas zugesifften Raum hat. Oh. Nope. Nope, nope, nope. Das ist kein Weg nach oben da auf meiner Karte, oder? Nö, das ist nur der obere Durchgang. Alles klar. Das Gift scheint doch gar nicht mal so schädlich zu sein. Also, Sanaa, mach dir keine Sorgen. Nimm einen tiefen Zug von der... ja. Weiß gar nicht, wie das nennen soll. Von dem Giftgas. Das klingt aber zu unspektakulär. Von der magisch verdorbenen Astralluft. Oh, damn! Drama, Baby. Da haben wir noch oben einen Arkanstein. Nein, das hier... Sonst nichts, einfach nur ein großer, weiter Raum mit nichts auf dem Boden, gar nichts. Hier und da ein Arkanstein. Ja, ich weiß, ich könnte mir den mit Telepathie holen, aber... No, really? Muss nicht unbedingt sein. Ich habe so viele von den Dingern, die Leute haben mir so oft gesagt, verkauf die bloß nicht, die wirst du noch brauchen. Gar nicht. Ich habe immer noch 60 Stück oder ich habe die mittlerweile, glaube ich, auf 40 reduziert, weil ich den Rest verkauft habe oder so. Weiß ich nicht mehr. So, Jor, der zweite Stein. Diese Prüfung der Runensteine wurde geschaffen, um das Potenzial eines Schattengottes freizusetzen. Oh. Es werden 3 Steine benötigt, um den Verschlussstein im Zentrum der Zitadelle der Schatten zu lösen. Damit sich der Schattengott seiner finalen Prüfung stellen kann. Doch zuvor muss er 3 der Runentempel aufsuchen und sich als würdig erweisen. Sehr interessant. Also hier, Verschlussstein, das ist bestimmt der Stein, den wir so vibrieren sehen haben, der große, ganz am Anfang. Mit der Hilfe dieser Schrift ist es dem Schattengott möglich, ein Portal an einer speziellen Vorrichtung in der Zitadelle der Schatten zu erschaffen, das ihn zu dem dazugehörigen Runentempel bringt. Der Runenstein Jor kann er mit dieser Schrift aktivieren. Aha. Ich fand in der Zitadelle der Schatten eine von 3 alten Schriften, die das Runenwort Jor trägt. Mit dieser Schrift kann ich im Zeichen der Gewölbe ein Portal erschaffen, das mich zu einem von 3 Runenverstecken führt. Habe ich alle 3 Runen gesammelt, kann ich mit der Prüfung des Schattengottes anfangen. Oh, okay, okay. So. Und jetzt kann ich das Ding einfach irgendwie... Oh, der Stein der Piraten. What?